So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt eben Erz und Quecksilber reingepackt. Alles andere ist wieder drin. Und es kann losgehen. So. Ich bin so schusselig und habe R gedrückt statt E zum Nehmen. Und R ist alles nehmen. Und doof. Kacke. Blöd. So. Jetzt will ich eben verbessern. Und war gerade etwas verwundert, dass meine Dingswaffe da nicht bei war. Mal gucken, ob die. Also Streitkolben. 66. Erlesen. Erfordert 10 Stück. Achso, nur einen. Ebenerzbaren. Aus 51. Auch nicht schlecht. Erstellen. Das steigert den Wert ja auch nochmal. Zwar nicht doll, aber ein bisschen. Herstellen. Jetzt hier so richtig die Schmiedesachen drin haben, aber gut. So. Jetzt sind sie auf jeden Fall alle noch ein bisschen besser gemacht. Langbogen, schade. Jetzt bin ich nur etwas verwirrt, weil... Ja, hier sind nur die Harnisch-Sachen und so. Das sind die Rüstungen. Ja, was ist denn mit... Mit dem Zweihänder? Der macht ja nur 13 Schaden. Hm, keine Ahnung, warum ich den nicht machen kann. Hat das irgendeine Bedeutung? Sagt... Feuerholz? Nein, den Langbogen will ich auch nicht verbessern. Okay. Das irritierisiert mich ein wenig. Schade. Ich dachte, ich könnte die auch verbessern. Das war ja der größte Anreiz. Kann man keinen Zweihänder verbessern? So. Boetia ist abgeschlossen. Hier, das kleine Messer macht jetzt hier auch schön Schaden. Ich will das mal erstmal behalten. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Falkenring von Haldirs Grab. Und bekommen da... Da habe ich Tipps für 2 schöne Quests bekommen. Und dann gucken wir uns nochmal Falkenring an. Das Beste ist, ich war da noch nie, wo ich für mich selbst gespielt habe. Und... auch im Let's Play noch nicht. Und das habe ich jetzt bestimmt auch schon das 7. oder 8. Mal gesagt. Aber scheiß drauf. So, ist das so schlau, hier lang zu gehen? Ja, doch, das geht noch. Ach Mensch, sind wir schon da? Falkenring. Oh, was war das? Drache? Wo kommst du denn her? Ach, stopp. Bekleidung. Die wieder anziehen. Und jetzt Waffen. Ja, warum eigentlich nicht die Ebenerzklinge? Auch wenn es ein bisschen... Oh. Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin so gut wie tot. Stellt 150 wieder her. Irgendwie kann man den nicht verbessern, die Waffe. Ein wenig schade. Vielleicht habt ihr ja da noch einen Tipp. Wo ist Lydia? Ist Lydia eigentlich auch bei uns? Oh, wo rutschst du denn ganz hin? Nari. Die kenne ich eigentlich alle gar nicht. Du bist
getroffen. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Ich habe einen... Was für einen Hund? Ich weiß es auch nicht genau. Nun, der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Sprich mit Lot. Irgendwie hatte ich hier mitnehmen. Jo, warum nicht? Lydia. Ach, bist wieder ausgerissen. Ich gebe euch Deckung. Wo kam er eigentlich her? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das ist gut, denn du darfst die nehmen. Ach, ihr habt die Knochen noch. Ist er denn wirklich tot? Kaiserlicher Bogen. Ja, er ist tot. Kette von Akatosh. Tja, war nur ein Standard-NPC. Denn Falkenring. Das ist das sagenumwogene Falkenring. Und das war auch die erste Quest, die ich gemeint hatte. Die Wache spricht mich an. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Die Torwache erwähnte einen Hund. Ich habe die Torwachen gebeten, nach ihm zu suchen. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ja, ich kann ihn einfangen. Gut. Ihr könnt euch ein wenig Gold verdienen, wenn ihr erfolgreich seid. Also, seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Okay, einmal das Headset richten. So. Finde den Hund von Falkenring. Auf jeden Fall. Also, ich wusste ja, dass es 3 Hunde in Skyrim gibt. Und 2 haben wir ja leider verbraucht. Ich hatte ja mein Bestes gegeben. Ach, da soll ich jetzt... Ihr seid genau, wonach ich gesucht habe. Barbas. Habt ihr nach mir gesucht? Ja, ich glaube, ihr seid genau die Person, die ich brauche. Wisst ihr, mein Name ist Barbas und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Und wobei sollte ein Hund Hilfe benötigen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Hört sich einfach an. Machen wir uns auf die Suche. Ihr seid also ein kleines, verehrtes Schoßhütte. Nein. Machen wir uns auf die Suche. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiele ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Speichern. Ein sprechender Hund. Ich will auch einen sprechenden Hund. Reise mit Barbas zum Schrein von... Ist das weit entfernt? Ah ne, ich muss ihm ja hinterherlaufen. Ja gut, denn... Kann ich mit dir... Wurf. Ja, ich glaube, der Schmied wird den Hund ganz bestimmt nicht kriegen. Wenn es der Hund eines D3 ist. Aber ich bin ja auch in D3-Uniform. Vielleicht hat ihn das angesprochen. Aber das kümmert den Menschen hier in Skyrim nicht viel, dass ich D3-Sachen anhab. Aber na gut. Ist da, was ist... Da sind noch so ein paar... Dungeons. Die sehen da ziemlich groß aus oder so. So, wo muss ich denn mit dir noch ganz hinwatscheln? Ist auch noch eine Ruine. Ja, riesige Ruinen hier in Skyrim.
Nest. Na, gib mir das Ei. Ah, oh, schade. Ach, was haben wir da denn? Na, und jetzt machen sie den Hund tot. Oh, hä? Wo kommen die denn her? So. Aber die, ich fand die Stimme von dem Hund eigentlich ziemlich passend zum Hund eigentlich allgemein. So stelle ich mir den Hund sprechend auch vor. Ich kann euch nicht. Ach, schade. Das war schon alles. Wirklich? Wir sind verloren. So, mitnehmen, 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 mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen und mitnehmen. So. Wuffi, Wuffi, Wuffi. Wuffi? Wo ist denn der Wuffi? Der ist direkt unter mir, oder? Da ist der Wuffi. Ah. Das sind so kleine Fallen hier. Oh, Hund gegen Bär. Das kann nicht gut ausgehen. Ist er schon tot? So. Und gefinished. Wuffi? Gut. Barbas. Nicht Wuffi. Wäre jetzt echt cool, wenn... Er gibt uns zwar jetzt eine Quest, der Hund, aber wäre cool, wenn es unser Hund wird. Also ich habe ja irgendwie so ein bisschen so einen Hund wieder vermisst. Also ich finde das auch von Oblivion zu Skyrim keine schlechte Neuerung, so einen Begleiter zu haben. Was ich dazu sagen muss, für das nächste The Elder Scrolls 6, denn, finde ich, sollten sie den Teil mit Begleitern, finde ich, weiter ausbauen. Also, dass es nicht nur Hunde gibt, sondern vielleicht auch andere Tiere, so ein Bär oder hier in irgendeinem... Ach Mensch, sind wir schon da? Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter! Ihr solltet nicht so mit mir reden. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Lasst das sofort. Das werdet ihr bereuen. Ihr hättet nie herkommen. Ach. Ich mache mir nur Feinde. Nur ein Kratzer. Du kannst gar nicht gegen diese Waffe gewinnen. Aber der Hund rennt mir jetzt ein wenig zu weit voraus. Also was wollte ich sagen? Elder Scrolls 6 soll, finde ich, weiter so auf, Begleiter setzen. Also auch, wie jetzt auch, dass man Begleiter finden kann. Vielleicht, dass man dann auch, vielleicht sogar zwei Begleiter. Also zu viel ist natürlich klar, ist kacke. Und gut, ist denn die Frage, ob das denn irgendwann zu blöd wird, wenn man zu viele hat, weil die eine, ein Begleiter hat schon Probleme bei der Wegfindung und alles Mögliche. Das ist dann immer so fragwürdig, aber ich finde noch so ein Tier dabei auch nicht schlecht. Ich meine, in Dawnguard gibt es, kann man, wenn man, glaube ich, den Werwölfen beitritt, sogar noch irgendwie einen Panzertroll kriegen. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Ich habe den Dawnguard noch nie so weit selber gespielt. Ich habe Dawnguard nur angezockt. Deswegen bin ich auf Dawnguard gespannt. Also, ich wurde das auch schon öfters gefragt. Dawnguard und Dragonborn möchte ich beide nach Skyrim dann machen. Erstmal Dawnguard, so wie sie rausgekommen sind und dann... Oh, was ist hier los? Bandit. Warum ist er denn auf der Seite? Bin ich falsch abgebogen? Hi. Aber ich weiß, wie ich vielleicht mehr Schaden mit dieser Waffe machen kann, indem ich das skille. Also... Oh, noch ein Bandit. Indem ich jetzt... Ich kann ja zweihändig stärker skillen, dass ich da mehr Schaden mitmache. Das wäre eine Möglichkeit, aber dafür müsste ich ja wieder Fähigkeitspunkte setzen. So, Wuffi.
Jetzt bezahlt ihr. Mal gucken, wie komme ich da denn... Wie ist er da denn rübergekommen? Der Bello.